So, Leute, recht herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich wirklich verschluckt. Das letzte Mal haben wir die zweite Prüfung, ja, des Schwertes abgeschlossen und meine Fresse, war das seine Geburt, ey. Das wurde zum Ende hin echt brenzlig und hart. Aber wir haben es geschafft und, ja, sogar First Try. Und ich würde sagen, wir machen die dritte Prüfung auch noch, aber später. Und zwar sehr viel später. Denn, das wird ja wohl die absolute Hölle und wahrscheinlich werde ich da sehr viel leiden, sehr viel schwitzen, sehr viel fluchen. Und das möchte ich mir jetzt noch nicht antun, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte jetzt ein bisschen die weiteren Sidequests hier tun, ja. Ich gebe ja noch so ein paar. Nee, wollte sagen, das war ja nicht die hier, genau, wir haben ja schon die seltsame Maske, die Krogmaske haben wir ja schon. Und jetzt machen wir weiter mit Teleportation, würde ich sagen. Es soll einen Gegenstand geben, der einen erlaubt, sich an den Ort zu teleportieren, den man ihn platziert hat. Am Schleif von Südakala soll es eine extra Ausgabe von Kledes Gerücht Küche. Okay, so, wo ist das? Da. Piep, piep, piu, dann gehen wir da doch einfach mal hin. Macht Sinn, ne? Ja, 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 ja. Boah. Ich muss gerade kurz die Geräuschkulisse erörtern und analysieren. 131 Crocs, ja, da fehlen ja nur noch 769. So, wie gesagt, wir werden jetzt, glaube ich, erstmal alle Sidequests abschließen, bevor wir uns an die dritte Prüfung wagen, weil die dritte Prüfung ist schrecklich. Was genau ist das hier eigentlich? Ruinen der Akala-Festung. Da war der Turm drauf. Da sind bestimmt... Ich habe hier keinen einzigen Krog. Bestimmt alles voll von denen eigentlich. Na ja, gut. Man muss ja nicht alles erkunden, ne? Kann man, muss man aber nicht. So, wie gesagt, wenn ich diesen Krog mitnehme, das ist eh keiner unter. Aber 5 Rupees. Hey, bam. Die brauche ich sowieso noch. Ich brauche nur so viel Geld für die Scheiße, ne? Für... Gott, ich krieg hier gerade wieder... Prüfungsflashbacks, alles kaputt machen bloß, ja? Oh Gott, nein, lass das, Leon. Wer bist du denn? Ach, du bist die Alte, ne? Für die ich auch die Quest gemacht habe mit den Insekten, glaube ich, ja. Rex. Ja, was wollte ich denn jetzt gerade mal sagen eigentlich gerade? Weiß ich nicht. Alle Sidequests erledigen? Ja, sind ja noch eine ganze Menge. Das heißt, wir die ganze Scheiße erst zum Schluss machen müssen. So, okay, das ist eine Gerichteküche extra. Hallo, hier ist wieder eure Kledes, Königin von Tlatsch und Tratsch. Ob zu Hause oder auf Reisen. Was neueste Gerücht, das mir zu... Gerücht, das mir zu Ohren gekommen ist, kann selbst ich kaum glauben. Das Wunder der Teleportation. Es soll einmal ein Medaillon gegeben haben, das den Besitzer jederzeit dorthin holen konnte, wo er es abgelegt hatte. Für jeden Geschäftsreisenden oder Abenteurer ein wahr gewordener Traum. Dieses Artefakt soll noch heute in einem Labyrinth im Nordosten von Akala in den Tiefen der Erde versteckt sein. Ein Labyrinth im Nordosten? Oh Gott. Versteckt sein. Wie glaubwürdig dieses Gerücht ist, überlasse ich im Urteil meiner Leser. Oh Gott. Okay. Im Nordosten von Akala. Okay, achso, ne? Irland. Oder? Ja. Oh Gott. Okay. Dann gehen wir da doch mal hin. Vielleicht, wenn ich das aktivieren würde, würde ich auch sehen. Ja, vielleicht zeigt der Punkt dann ja auch auf das Labyrinth. Sollte ich vielleicht nochmal überprüfen, bevor irgendwas anderes gemeint ist. Aber ich denke mal nicht. Oh Gott. Okay. Jetzt darf ich hier... Ah. Na, das wird ja schön. Schatztruhe in der Nähe. Ja, das ist, klar. Da. Wie ich schon... was? Du hast mich gesehen. Okay. Durch die Wand, kein Problem, Schätzchen. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ne? Das haben wir letztes Mal gar nicht gemacht. Bam. Ach, guck mal, das ist jetzt halt... Achso, ja gut, hier sind auch Wächter in der Nähe. Alles klar, das ist auch auf 60 Grad ist wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Bam. Was ich eigentlich sagen wollte, ich hätte schon letztes Mal, als wir die Krogmaske gesucht haben, hätte ich eigentlich schon mal den Dings hier aktivieren können. Oh, die Musik. Oh Gott, gleich wie im Wald. Die Schatztruhen. Den, ne? Also, mal... Ja, dann hätten Chica-Sensor auf Schatztruhen stellen können. Dann hätten wir das Ding vielleicht sogar gefunden. Selber. Mhm. Ja, keinen Bogen mehr. Mensch. Boom. Boah, ich bin so dankbar, so viele Pfeile zu haben, ne?
Sind zwar auch nur 5, aber hey. Neues Objekt gefunden. Was soll das eigentlich bedeuten jetzt? Was ich noch nicht fotografiert habe. Vielleicht irgendein Schwert oder so. Wo, glaube ich, sind wir damals sogar einfach reingegangen, kann das sein? Eigentlich will ich hier nur nach der Schatztruhe suchen. Das andere will ich eigentlich gar nicht. Wow. nee. Ja, das wird ja jetzt ein Spaß, Leute. Das ist ja, ne? Das ist ja wohl dir klar. Oh. Das ist die ganze Scheiße hier, die ich suche. Da war auch Käse. Ich bin hier ganz in der Nähe eines neuen Objektes. Das ist schön. Aber hilft mir dich. Wahrscheinlich. Ich denke mal nicht, dass die Truhe als irgendwie neues Objekt jetzt zählt oder so. Achso, das stimmt. Das war das letzte Mal, wo wir hier, oder? Alter. Oh! Achso, nö. Ich dachte, das wäre sie schon. Ich würde das Ding gerne einmal wegtragen. Ja, ich sehe gar nichts. Aber hier ist vielleicht was Neues drin. Ein antiker Riesenkern. Auch nicht schlecht, aber nicht das, was ich wollte eigentlich. Neues Objekt. Halt doch deine Fresse, hier ist kein neues Objekt. Scheiße, Lügner. Ist auch nicht das. Reicht schon. Ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen durchs Labyrinth. So ein ganz bisschen. Ich würde gerne diese neue Objektgeschichte weglassen, weil, keine Ahnung. Komme ich nur bei durcheinander. Ups. Na. Ach. Oh, cool. Die können wir noch brauchen. Ja gut, ist nicht schlimm, weil... Neues Objekt gefunden. Oder heißt es wirklich neues Objekt, also neue Schatztruhe. Das, was ich gerade suche, so. Das kann natürlich sein. Na, ist ja egal, ich muss ja eigentlich nur gerade, ne? Okay, rechts. Ich muss eigentlich nur die ganze Schatztruhe abarbeiten, das geht ja auch. Funktioniert im Zweifel ja auch. Irgendwann werde ich schon auf die richtige treffen. Ich denke doch mal, die sind auch im Sensor mit drin, die neuen, ne? Hoffe ich doch einfach mal. Ich meine, da können auch nicht so viele neue Objekte drin sein in diesem Labyrinth. Achso. Boom, boom. Ich mag es, wie dann einfach auch, wie dieses Ding auch einfach anhört. Ja, warte mal. Aha. Oh. Antike Achse. Da drüben ist auch nur Scheiße drin. Aber das ist die Truhe, die ich hab, ne? Oder? Nee, doch nicht. Warte mal, dann kann ich aber gucken, wie man da hinkommt, damit ich die auch gleich, abarbeite, meine ich. Ich habe keinen Plan. Oh Gott, da muss ich einen riesen Umweg für gehen. Ah, ne, dann lasse ich das mal. Ups. Okay. Ja gut, im Zweifel, ne? Den Typen hier kann ich ja eigentlich mittlerweile easy platt machen, oder? Ja, und dass es auch klappt. Boah, dann mach ich einfach. Okay. Wird doch nicht so ganz der Kollege. Mein Master Sword ist stärker als du. Ich hasse dich. Hat funktioniert. Meine Güte. Kann man die noch aufkloppen, nachträglich. Piep, 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 piep. So. Teleportation? Jetzt ist er wieder hier irgendwie, ne? Nee, aber... Nee, okay, warte mal. Versuch mal zwei. Irgendwo hier. Sehr merkwürdig. In diesem Ding drin. Kann man da rein? Oh, tatsächlich.
Probier das auch einfach mal. Auch nur eine andere Truhe. Boah. Ah, gut, Money. Auch nicht schlecht. Das brauche ich ja eh noch. Ein Bild habe ich jetzt quasi gerade gefunden, kann man sagen, ja. Bestimmt jetzt. Ja, oder? Bestimmt ist jetzt in jeder Säule irgendwo was drin. Ja, man kann zumindest überall rein. Dann gucke ich mir doch einfach mal alle an. Hier ist nichts. Wozu bin ich hier reingegangen? Na, gucke ich mir trotzdem einfach mal alle an. Sind auch nur 6 Stück. Ja, 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 ja. Das ist ja, ne? Es ist ja eine lustige Sache, dass man hier überall rein kann, ey. Das Ding rastet auch gerade nicht aus. Aber wenn hier nicht überall Truhen drin sind, dann kann es ja sehr gut sein, dass sie hier quasi jetzt eine reingesetzt haben irgendwo. Im Original nur eine in einer Säule drin war und jetzt in der zweiten haben sie noch eine neue jetzt reingesetzt. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Hm. Aber auch nicht die richtige Truhe. Bombenpfeile. Davon habe ich auch nicht mehr viele. Ups. Das wollte ich gar nicht. Und hier. Yeah, ich habe den coolen Sprung gemacht. Okay, da scheint noch eine drin zu sein. Nö. Das ist auch auf der anderen Seite vielleicht. Die habe ich auch noch nicht angeguckt, ne? Aber hier schlägt er auch nicht so wirklich aus. Ich guck trotzdem mal rein. Oh Gott, ey, das Ding hier zu finden, ey, das ist ja eine lustige Angelegenheit. Ich will nicht so schnell aufgeben wie letztes Mal. Versteht ihr? Okay, da. Hä? Zeig mir sogar hier irgendwas an. Komisch. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. In dieses Labyrinth. Hier werden auch noch genug Sachen drin sein, bestimmt. Neues Objekt gefunden. Dann hier rechts. Da hinten. Nee, hä? Hilfe. Achso, ich bin schon hier. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Bläh, das ist schon Dead End, ey. Das ist ja kacke. Ach ey, das ist ja jetzt hier. Jetzt muss ich mich hier wieder hocharbeiten, wa? Oh. Guck hier gerade nochmal rein. Ist auch nur der gleiche Kindergarten. Okay, dann muss ich einen anderen Eingang finden. Schon klar. Ups. So. Nehmen wir doch einfach den nächsten Eingang. Haben wir auch nur 3 auf der Seite. Ich finde das Ding. Ich finde das Ding selber. Keine Sorge. Ich schaff das. Ich bin doch cool. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Hä? Auf der Seite war ich ja schon. Dachte, ich war auf der anderen Seite. Dann muss ich mir das Ding wohl doch holen, wa? Gibt's ja gar nicht, ey. Das ist auch nicht richtig. Oh Mann, ey, das Ding zu finden, ey. Und guck mal, meine Krockenmaske habe ich auch auf, ne? Und da passiert auch wieder nichts. Kein Ausschlag. Ich höre hier Dinger, Sachen scheinen. Wie ganz, was ich davon halten soll. War jetzt bestimmt hier irgendwo, ne? Hier, wo muss es auch jetzt sein, oder? Ja, moin. Was machst du denn hier? Ah ja, da ist die Truhe, okay. Piu. Wo auch immer der Dude jetzt herkommt, ey. So. Dann legen wir die Scheiße hier mal frei und holen uns die Truhe. Wird ja aber eh nichts drin sein. Saphir. Auch nicht schlecht, da fehlen mir sowieso noch ein paar, glaube ich, ne? Für die... zum Verkaufen. Da sind so ein paar Sachen, das habe ich schon gesehen. Eieiei. Ein paar sind gut, hier ist alles voll. Nett. Ein Blitzstab. Den hatten wir jetzt in der, ne? Ja, den hatten wir in der
Prüfung gefunden da. Lustig, lustig. Ansonsten, hier blinken noch mehr Sachen. Das gefällt mir nicht. So ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, toll. Ja, ey, das ist ja schon wieder ein Akt hier, ey. Ja, mein Gott, wenn wir die ganze Folge brauchen, ist es halt so. Aber. Ein bisschen, ne? Ein bisschen schneller würde ich das Ding dann schon ganz gerne finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach komm, ey, dann machen wir das jetzt einfach. Ich wollte es mir eigentlich aufsparen. Boah, es reicht ja fast bis oben hin, ey. Das hätte ich nicht erwartet. Weil dann können wir doch eigentlich auch von hier oben das wieder abarbeiten, oder? Ist doch auch wieder das Beste eigentlich. Denn der Dude sieht mich. Eigentlich wäre es mir auch egal. dann gehe ich nochmal speichern hier oben drauf. Blim. So, wo soll der jetzt sein? Da am ehesten, wa? Toll. Oh oh. Komm, den kann ich auch so gut zurücklenken, ja. Ach du Scheiße, hat der viel Leben. Leck mir am Arsch. Die Kamera. Oh shit. Nee, komm, ich geh runter. Warte mal, ich geh einfach da runter, wo er am ehesten ausschlägt, nämlich hier. Ah, das ist, glaube ich, dieselbe Sackgasse, in der ich schon mal drin war. Kann das sein? Ich bin ja genau hinter dem Ding eigentlich. Ah, ist hier irgendwo der Eingang zu dem Ding? Nee, ne? Och Gottchen, ey. Ach, komm, Freunde, nochmal Revise Gale. Oh, egal. Achso. Link halte ich fest. Danke. Du oben drauf wird auch nichts sein. Dann gehen wir jetzt rüber. Hier, ich kann ja das hier machen. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Ach Gott. Wow, Alter. Bin ich ein bisschen weiter geflogen, als ich wollte eigentlich. Ach Gottchen, ey. Ich glaube, mich hat gerade eine Mücke am Daumen gestochen. Ja. Am Daumen, nicht am Gaumen, falls ihr das gerade. Falls man das gerade verstanden hat. Das wäre nämlich ein bisschen awkward, wo so wie Blödsinn, wie ich wieder labere. Ja, da kann das natürlich passieren. Ach ey, fuck you. Auf mich zu sehen. Tschüss. Ist wieder hoch. Vielleicht funktioniert's ja. Ah, mein Daumen. Hm. Warum eigentlich ging's halt echt besser, als ich mich runter hab fallen lassen. Runter hab fallen lassen. Einfach hier dann einfach immer weiter gesucht habe. Hat ein bisschen besser funktioniert. Ah, ich habe echt keinen Plan. Ich glaube, ich würde dann tatsächlich gleich vielleicht nochmal das Internet einschalten. Holy shit, ey, das finde ich bei dir überhaupt nicht. Diesen Wirrwarr. Ob ich irgendeine Truhe nochmal selbst finden werde? Man weiß es nicht, glaube ich. Och, überall Sackgasse, ey. Jetzt Lauflink, Alter. Lauflink. Ey, überall Sackgasse, was ist das denn? Bin ich in einem Loch gelandet, wo man nicht wieder rauskommt? Das wäre lustig. Ich sehe auch irgendwo was, ja. Mann, ey! Blim. Okay, das heißt, irgendwo in der Nähe ist ein Wächter. Jetzt bin ich auch wieder im Intro hier. Im Intro, genau. Am Start. Hä? Ach so, mein Gott, das kam von draußen, das Geräusch. Vibration. Hab ein bisschen Angst bekommen. Ey, hier ist nichts mehr. Das ist irgendwo da drüben, ey. Oh, Mann, nee. Das Problem hier ist ja aber... Nee, hä? Wo soll der... Da drin? Nee, hä?
Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Kann ich nämlich in 2 Wochen alleine. Schlägt da in die Richtung aus. Wenn ich jetzt da hingehe, dann wird es immer weniger. Double. Das ergibt ja jetzt schon wieder irgendwie so gar keinen Sinn, ne? Boah, mir juckt alles. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Mücke, die mich gerade so ein bisschen kaputt macht. Ist übrigens herrlichster Tag, ne? Wollte ich nur mal sagen. Es ist 15.20 Uhr. Ungefähr. Ah, muss ich denn mal auf Jagd gehen, ey? Ja, aber irgendwie finde ich hier nichts mehr. Es scheint ja wirklich nur noch diese eine Truhe hier mit zu sein, weil... Schlägt ja nur noch so ein bisschen aus, aber... Irgendwie da ist ja auch komisch. So, letztes Mal, dass ich das jetzt kann. Ich meine, vielleicht ist er hier irgendwo, ne? Jetzt mal auf, dann speichere ich einfach nochmal und dann lasse ich mich jetzt hier links und rechts fallen. Aber mal gucken, wo wir landen. Toll. Kommt auch nichts bei rum irgendwie. Nee, das ist ja derselbe Eingang, den ich gerade kam. Ihr Lügner, hier ist überhaupt gar nichts. Geht's auch nirgendwo rein? Mal überprüfen. Nicht irgendwo oben reinkommt oder so. Ich finde es ja zugegebenermaßen echt nett, ne? Dass man hier wenigstens, hochklettern kann an den Dingern. Ne, ich habe absolut keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Der zeigt mir jetzt da an. In die Richtung, jetzt wird es wieder schwer. Jetzt wird es schon schwächer. Heißt ja irgendwie doch da drin. Habe ich das Ding hier nicht überprüft? Hängt es vielleicht irgendwo an der Decke oder so? Das habe ich halt auch nie überprüft, ne? Hier ist schon mal nichts. Ne, das ist ja sogar offen da oben. Check ich nicht. Check ich wirklich nicht. Außen irgendwo? Jetzt auch schon wieder nichts mehr, ey. Hä? Was ist das denn? Hier ist überhaupt nichts, ihr Kacklügner. Oh, höher komme ich hier wieder auch nicht. Tja. Hier ist irgendwie nichts. Okay, ach scheiße, mein Handy liegen lassen da hinten. Ah! Okay, dann bin ich nämlich dazu wieder verleitet, es doch ein bisschen mehr selber zu... Nee. zu versuchen, nee. Ich finde das Ding nicht. Vor allen Dingen, ich finde ja nicht mal... Ich weiß ja nicht mehr, wo ich das Ding hier gerade hinführen will. Hier sagt er mir noch nach links und da hinten sagt er mir dann, Signal wird schwächer. Schwächer. Reden kann ich auch nicht mehr. Hat irgendwas mit dieser Säule zu tun. Oben drauf. Pass mal auf, ich lade es nochmal. Oben drauf. Irgendwo. Ganz fies. Das kann natürlich sein, ne? Nein, dann bin ich ja oben, dann komme ich da vielleicht hin, wenn ich mich da hingleiten lasse. Selbst wenn es eine andere Truhe ist, wäre ich schon mal erleichtert, weil ich dieses Ding da nicht mehr sehen muss. Da ist nichts drauf. Oh mein Gott, fast runtergefallen. Tja. Hier sagt er ganz doll Hallo. Aber hier ist nix. Nichts. Hä? Ich verstehe es überhaupt nicht mehr hier. Irgendwo hier so eine versteckte Nische oder so. Nee, das war der Eingang. Nee. Geile Chance. Ich habe keinen Plan, was das Spiel gerade von mir will. Dann wird das hier vielleicht bei dem anderen Säule nochmal bigger, das Signal. Nee, ne? Hä? Hier in der Mitte? Irgendwo unten drin? Ach, warte mal, im Boden hat sie ja auch gesagt, ne? Warte mal, ich bin auch dumm. Was stand da nochmal? Säulenlabyrinth, unterirdisch. Okay. Das hab ich natürlich voll vergessen. Aber selbst wenn, wie soll ich nach unten kommen, bitte? Ups. Irgendwas hier so. Warte mal. Vielleicht?
Wie soll ich denn jetzt... Was ist hier... Warum? Das ist bröckelig. Wartet mal. Hat das was zu bedeuten? Achso, warte mal. Nein, Bombenpfeile bitte. Nee. Das ist nix. Wie soll ich denn jetzt hier irgendwie unterirdisch hinkommen? Ich meine, hier ist ja auch schon gar kein Auftrieb mehr, ne? Nee. Dann fahre ich jetzt einfach mal rum. Guck mal. Unterirdisch. Hier ist ja nirgendwo ein Eingang oder sonst was. Stehen werde ich hier wohl auch nicht können. Ah, sogar ein bisschen. Hier vielleicht auf der Kante. Ach so. Man kann hier stehen. Das erklärt natürlich einiges. Ja, zumindest auch rum. Okay, dann kann ich mir das hier mal komplett angucken, aber... Das ist ja... lustig. Boah, es ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht früher drauf gekommen bin, hier einfach mal, ne? Dass ich voll vergessen habe, dass der unterirdisch stand. Nee. Pff, und dann, nee, doch nicht. Guck mal, hier schlägt es auch relativ doll. Vielleicht ist es sogar irgendwie mehr in die Richtung. Hier ist eine Treppe? Nee. Ich habe sowas von keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll, ne? Weil ich mein Handy nicht hier habe, bin ich auch zu faul, jetzt das zu holen. Ha. Die letzte Hoffnung ist, dass es auf der Seite was ist. Sonst muss ich mir nochmal die Vorderseite genauer angucken. Die habe ich auch nicht genau gesehen, aber... ist nichts. Was ist das für ein Scheiß? Ist einfach hier wahllos Wände sprengen. Das ist nicht drin. Da wird man ja wohl sehen, wenn da was kaputt zu machen ist. Unterirdisch. Moment. Ich bin schon wieder ein Spasti. Wartet mal, unterirdisch ist doch eigentlich... Oh Gott, nein. Da unten kommt man doch irgendwo hin, ne? Da war doch dieses Ding, da, die, oh. Alter, Leon, okay, ne? Du musst dir einfach mal Gedanken machen. Nicht einfach nur wahllos irgendwelche Sachen tun, sondern einfach mal nachdenken. Und die Worte, die du geliefert bekommst, einfach mal analysieren und bewerten, ja? Denn, genau, hier kann ich ja runter. Aber boah, das ist ja Selbstmord hier unten. Dass ich jetzt hier dran bin, ist gerade irgendwie ein bisschen lucky. Hat er mich schon entdeckt? Da hinten ist es, jo. Warte mal, vielleicht halte ich damit genug aus für den Anfang. Ja, okay. Boah, jetzt jagen die mich auch richtig durch, ey. Ja, nee. Ich finde schön, wie ich gerade die ganze Zeit im Cooldown irgendwie war. Komm, jetzt ballert mich einfach direkt dahin. Bam! Danke. Sein bitte da aufstehen. Da ist es! Oh, Alter. Alter! Was für Musik! Teleport-Medaillon! Ein mysteriöses Medaillon, das mit Uhr der Technologie hergestellt wurde. Öffne deine Tasche und registriere deinen Standort als Teleportziel. Oh, Junge! Alter! Was ist da los? Hilfe! Kann man die anklingen? Wächter! Okay, weg hier. Irgendwo hin.
wo es schön ist. Wo ist es denn schön? Ich weiß es nicht. Nirgendwo dieses Spiel ist es schön. In Goronia, da kann ich vielleicht Sachen verkaufen. Und abgehakt. Boah, Leon, ey, das war ja wieder richtig unnötig, wie lange du hier einfach wieder gesucht hast. Aber ich habe ja immer ein paar Sachen gefunden. Ein bisschen Geld. Ein bisschen Reaktorkerne. Ist ja nicht unbedingt verwerflich, ne? Aber trotzdem, ey. Unterirdisch, Mann, da kann man doch unten runter, ey. Da habe ich voll verpennt. Alter. Aber mit der Rüstung da, da geht er. Da kommt man da irgendwie durch. Aber früher, da wäre ich ja instant killed worden unten. Aber cool, dass man da irgendwie noch doch nochmal hin muss. Da war ja früher irgendwie dieses Diamant-Ding da, glaube ich. Oh, ich habe gar nicht so viel Schaden genommen, ne? Es geht echt. Ja, absolut okay. Ach, guck mal, ist sogar ein Status. Das heißt, wir kriegen noch nicht mehr die Seite voll. Na, ist egal. Platzieren. Okay, so einfach geht das. Das werden wir gleich mal ausprobieren auf jeden Fall. Ich will gerade erstmal mich umziehen. Das wollte ich genau. Gerade kurz überlegen. Feuerfeste Rüstung. Ja, und jetzt wird es auch demnächst spannend, ne? Weil jetzt, der restliche Teil, den wir uns jetzt noch holen können, das sind, glaube ich, alles Kleidungsstücke. Und die werden dann richtig schön um unser Inventar füllen, ja. Was ja leider einige kritisieren, man kann es nicht aufwerten. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, weil ich jetzt sowieso nicht aufwerte dieses Spiel. Weil ich eh immer viel zu wenig Material habe. Aber stimmt schon, dass man dann irgendwie die ganzen neuen Rüstungen gar nicht wirklich benutzen kann. Weil man eh viel stärkere Rüstung schon hat. Ne? Aber gut. So, hast du irgendwas Cooles? Saphire, davon habe ich zu wenig, richtig? Ich hasse dich. Ich hasse dich! Boah, noch zwei Saphire, Leute. Dann bin ich reich. Weil von einem anderen habe ich 10. Ja. Bam, bam, bam. Zwei Stück noch, dann kann ich hier jetzt von zweimal verkaufen, hier von einmal und sogar hier von einmal. Und sogar hier von zweimal, falls sie überhaupt Opale will, ich weiß es nicht. Na gut. Aber wir müssen jetzt irgendwie einen coolen Ort finden, wo man das Ding platzieren kann. Wo wollten wir schon immer mal hin? Wir können ja eigentlich direkt vor Schloss Hyrule eins machen. Oder? Ne, was ist denn mal ein cooler Ort? Wo man unbedingt immer bei hin muss. Das werde ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Hier, wo der Ivarok war. In der Wüste irgendwas. Hier irgendwo, wo der zweite Moldora ist. Ich will auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, ne, die vier Moldoras werde ich noch platt machen. Müssen wir die drei, damit wir einmal diese Medal of Honor kriegen. Medal, Leute. Ach komm, ich platziere das Ding jetzt einfach hier mittendrin. Ist auch egal. Wir können das sicher nicht mal umplatzieren. Mal gucken, wie das dann aussieht. So, blöb, kann man ja nochmal sortieren. Okay, ist automatisch ganz unten. Platzieren. Okay. Danke. Jetzt kann ich aber Karte einfach so. Blöb. Ja. Ne, warte mal, hier, zack. Teleportmeldung. Teleportieren. Cool. Boah, voll das fette Ding, ey. Leck mir am Arsch. Okay. Ist ja nett. Dann kann ich bestimmt jederzeit hier wieder jetzt, ja, neu platzieren. Okay, gut, haben wir das auch verstanden. So, Leute, hat ja ein bisschen länger gedauert als geplant, aber mein Gott, ich habe ein bisschen Geld gekriegt, ist ja auch nicht schlimm. Wenn ich Geld nehmen kann, dann nehme ich alles auf mich, denn ich brauche noch eine ganze Menge. Aber ist schon okay. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich relativ fürs Zusehen, ich habe es gefallen. Und in der nächsten Folge, können wir nochmal gucken, was wir hier eigentlich noch machen. Was habe ich denn jetzt überhaupt alles? Hier, Teleportation und die seltsame Maske habe ich abgeschlossen. Die beiden. Ja, scheiße. Was machen wir denn als nächstes? Geisterhafte Rüstung. Krone der Schatten. 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 Feengewand. Die uralte Maske. Das ist natürlich die Majora's Maske wahrscheinlich. Das ist geil. Sind ja auch nur 4 Stück, ne? Ja gut, oh Gott. Jede abgeschlossene Quest bringt mich näher zur letzten Prüfung und da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. Naja. Schaffen wir schon irgendwie. Ich habe ein bisschen Angst. Ihr merkt das vielleicht, ne? Teleportation! Das ist einfach der beste Name für Gerüchteküche extra Teil 1. Was steht bei den anderen dann? Haben das extra Notizen. Ah, also wahrscheinlich ändert sich das, sobald wir dann. Wundersame Stimme, sobald wir dann irgendwas anderes haben. Naja. Gut, dann sage ich jetzt aber vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen hat. Tschö!